Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Kollegen, geschätzter Kollege Mehring, das war jetzt sehr viel Eigenlob für eine gescheiterte Politik. Es ist doch festzustellen, dass Sie und die Altparteien seit einem Jahr unsere Bürger erfolgreich impfen. Und zwar heißen Ihre Impfstoffe Furcht, Angst und Panik und Spaltung der Gesellschaft. Eigentlich wäre es Ihre Aufgabe gewesen, Hoffnung in die Herzen der Leute zu pflanzen. Und dieser Wahnsinn hat Methode und dafür sind Ihnen auch alle Mittel recht. Sie spannen sogar die Wissenschaft vor Ihren Karren und verordnen gewünschte Ergebnisse gleich mit. Bereits vor einem Jahr hat das Bundesinnenministerium unter Horst Seehofer die Wissenschaft bewusst für politische Zwecke instrumentalisiert, mit dem Zweck, eine gewünschte Schockwirkung bei den Bürgern zu erzielen und weitere Maßnahmen präventiver und repressiver Natur gegen die eigene Bevölkerung zu begründen. Wo sind wir denn hingekommen? Diese Form der Gesinnungswissenschaften ist gekauft und mit einer völlig überschwänglichen medialen Aufmerksamkeit seitens der Staatsmedien bedacht worden. Die unbestechlichen Fachleute wurden indessen verunglimpft, wie zum Beispiel der Dr. Pürner vom Gesundheitsamt in Aichach, der ins berufliche Abseits versetzt wurde. Und jetzt liest unser Ministerpräsident Söder noch den unbequemen Professor Lüttke aus dem Ethikrat schmeißen, weil er scharfe und auch durchaus berechtigte Kritik am Lockdown verbreitete und vor den massiven Kollateralschäden der Corona-Maßnahmen zu Recht warnte. Und so bringt man heute in einem freien Land unerwünschte Meinungen zum Schweigen, anstatt sich mit anderen Meinungen und auch Querdenkern auseinanderzusetzen und sie argumentativ zu stellen. Aber was kann man schon erwarten, wenn hier heute sogar der Ministerpräsident aus einer radikal linken Taz zitiert hat, um seinen Kurs zu rechtfertigen? Und Herr Kollege Streibel, Sie sprachen davon, dass Sie uns durch den Kurs der Staatsregierung wieder zu neuen Freiheiten führen wollen. Was soll denn das sein? Sehr geehrter Kollege Streibel, die Bevölkerung möchte ihre alten Freiheiten zurück und deswegen geht sie auch auf die Straße. Und der Druck der Protestbewegungen ist inzwischen so groß geworden, dass sogar der Herr Ministerpräsident Söder sich dazu herablässt, den Menschen zumindest einen Haarschnitt wieder zu gewähren. Sie haben anscheinend erkannt, dass auch die Körperpflege etwas mit der Würde des Menschen zu tun hat. Wir haben heute gehört, Herr Ministerpräsident Söder, dass Sie auch von Respekt gesprochen haben. Und die Erkenntnis ist ja gut, aber die Würde der Menschen wird ja weiterhin mit Füßen getreten in all den anderen Bereichen, solange die unverhältnismäßigen Maßnahmen nicht zurückgenommen werden. Geschätzte Kollegen, es geht uns als AfD auch um die bürgerliche Freiheit. Es geht um die Freiheit, die Verwandten, die Bekannten und Freunde zu treffen, sich auf ein Bier in der Gemeinschaft zusammenzusetzen, ein Konzert zu besuchen oder mit den Kindern in den Zoo zu gehen und das Leben zu genießen, Spaß und Freude am Leben zu haben. All das sind wichtige Bausteine, die eben auch die Würde des Menschen widerspiegeln und diese Freiheit haben wir den Bürgern zurückzugeben, aus Respekt vor dem Bürger als Souverän in der Demokratie. Und genau diese Freiheit können wir den Bürgern auch sofort wieder zurückgeben. Die aktuellen Zahlen geben es her, es darf keinen Dauerlockdown geben. Und vor allem darf es auch keine weitere Absenkung der Inzidenzwerte geben, die ja auch schon im Spiel waren. Das darf auf keinen Fall passieren. Und ich sage Ihnen auch noch eins ganz klar voraus. Wenn wir den Bürgern jetzt die Freiheit nicht zurückgeben und nur die Friseursalons öffnen, dann können sie mit einer Klagewelle rechnen und die Gerichte werden ihnen die rote Karte zeigen. Sie können es nicht mehr rechtfertigen, dass sie Geschäftsinhabern, Gastronomen, Gewerbetreibenden die Läden schließen, die Friseure dürfen aber öffnen und zum Einkaufen von einem Fahrrad soll man dann dafür in den Supermarkt gehen, anstatt zum Fachhändler. Sie benutzen bewusst, ganz bewusst Begriffe aus Horrorfilmen und warnen sogar vor einem tödlichen Angriff von Killermutanten, um das Szenario der Angst aufrechtzuerhalten. Warum sprechen Sie denn nicht in einer positiven Weise von unseren eigentlichen Superkräften, die der Menschheit auch in dieser Krise weiterhelfen werden? Und ich spreche hier vor allem von folgenden Dingen, nämlich einer Stärkung des Immunsystems durch Sport, durch Bewegung an der frischen Luft, was ja momentan uns auch verwehrt ist, durch gute, gesunde, vitaminreiche Nahrung. Und wissen Sie,
Sie, was der beste Superheld ist, den wir hier im Kampf gegen Corona einsetzen können? Das ist nämlich unsere Vernunft, unser Verstand, der nämlich auch dazu in der Lage ist, Gefahren realistisch einzuschätzen und die Menschen aus der Dunkelheit der Angst zu befreien. Wir sollten die positiven Fakten mal nach außen tragen. Wir haben die Krankheit besser im Griff. Die Krankheitsverläufe laufen milder. Sie können abgemildert werden durch entsprechende Behandlung. 99,7% überleben Corona und gefährdet sind vor allem die multimorbid vorerkrankten und hochbetagten Menschen. 90% der mit Corona verstorbenen Menschen sind älter als 70 Jahre. Das Durchschnittsalter eines Corona-Verstorbenen liegt deutlich über 80 Jahre. Kinder erkranken selbst fast gar nicht und sind keine Treiber der Infektion. Und daraus, geschätzte Kollegen, können wir aufgrund unserer Vernunftbegabung doch auch klare Handlungsaufträge der Politik ableiten. Beenden Sie endlich die unverhältnismäßigen Aussperrungen für die Bevölkerung und schützen Sie gleichzeitig endlich unsere Menschen in den Heimen, wo wir ein Massensterben erleben. Und genau dort haben Sie kläglich versagt, in unseren Heimen, wo uns 10.000-facher Tod gegenübersteckt und wo wir Massenerkrankungen erleben. Was ist denn aus uns geworden, wenn wir es nicht mehr schaffen, als Politiker ein Bild der Hoffnung und des Gottvertrauens nach außen zu tragen? Und das wäre eigentlich Ihre Aufgabe gewesen als Staatsregierung. Und ich wünsche jedem ein langes Leben und gute Gesundheit. Aber gleichzeitig hat auch jeder das Recht darauf, sich frei zu entfalten und das allgemeine Lebensrisiko, auch eine Erkrankung, für sich in Kauf zu nehmen. Ihre gesamte Corona-Politik ist eine Farce. Geben Sie dem Volk die Freiheit zurück. Geben Sie uns unser Leben zurück. Es liegt eine Zwischenintervention vor des Abgeordneten Albert Grün von der FDP-Fraktion, dem ich bitte, das Wort erteile. Ja, Kollege, ich habe jetzt dazugehört. Also einmal, das kann nicht sein, dass Sie das wirklich ernst meinen. Sie wollen keine weitere Senkung der Inzidenzzahlen. Das heißt, Sie wollen sie hochhalten. Also das wäre ja schon echt eigenartig. Und dann die große Einigkeit der wirklich Parteien, die alle hier von hier nach rechts rüber sitzen, von mir, ist also so, dass wir zwar untereinander streiten, aber in der Sache streiten wir und tauschen Argumente aus, auch wenn wir uns nicht immer einig sind. Das Problem ist, dass wenigstens die Fraktionen untereinander sich einig sind. Wenn ich mir jetzt eure Fraktion anschaue, wie ihr untereinander streitet, weiß ich nicht, ob die Rede überhaupt abgestimmt ist mit dem Rest der Fraktion. Ja, also wenn es nämlich heißt, rauswerfen, auch was ich vorhin gehört habe, dass wir Einzelne rauswerfen wollen, wie zum Beispiel der Ministerpräsident, ob ich damit einverstanden bin oder nicht, aus dem Rat, kann ja sein. Aber bei euch wären wahrscheinlich alle anderen rausgeschmissen worden. Also man muss schon mal bei der Wahrheit bleiben. Ihr seid wirklich eine Katastrophe mit dem, was ihr bringt. Danke. Herr Signer, Sie haben das Wort. Ja, Herr Kollege, einerseits ist es ganz klar, wir wollen einfach kein Spielchen mit den Inzidenzwerten, die dann mal auf 100, auf 200, auf 50, 35 oder wie es zuletzt im Gespräch war, auf 10 abgesenkt werden können, um unverhältnismäßige Corona-Maßnahmen aufrechterhalten zu können. Und die andere Sache, wissen Sie, wir sind eine Partei, die streitet, aber unsere Sachpolitik, die geht in eine ganz klare Richtung und die unterscheidet uns von all dem, was ich hier von den anderen Parteien höre, und zwar in einer positiven Hinsicht, weil wir machen noch Politik für unser Volk. Und Sie haben das Volk längst vergessen, und ich erinnere nur an die Zehntausenden Toten in unseren Seniorenwohnheimen, die Sie bis heute nicht geschützt haben. Dankeschön.